Das neue Jahr ist gerade ein paar Tage alt und schon glaubt man, ja, geht es denn schon wieder los? Diesmal ist Ungarn an der Reihe mit Blick auf Anleihen, Schulden und Börsen. Die Märkte spielen offensichtlich eine Pleite Ungarns durch. Man sieht es unter anderem am Forint, der auf ein Allzeittief gefallen ist. Es ist die ungarische Währung. Wollen wir reden mit Uwe Proksch von der Dialog Vermögensmanagement über den Forint auf Allzeittief. Wie bewerten Sie denn die aktuellen Bewegungen um den Forint und Ungarn? Es ist einfach eine Folge der Politik der Regierung Orbán, die ganz klar auf Konfrontation mit der EU, mit dem IWF gegangen ist, indem sie die Notenbank nahezu entmachtet hat, beziehungsweise sehr hohes Mitspracherecht bei der Notenbank ausüben möchte. Und das haben die Märkte heute Morgen quittiert, einfach mit drastischen Einbrüchen beim Forint im Verhältnis zum Euro und aber auch bei den Renditen. Staatsanleihen, 10-jährige ungarische Staatsanleihen hatten heute Morgen im Hoch eine Rendite von über 11% und auch eine Neuemission der Ungarn für einen 12-monatigen Schatzwechsel war nicht sehr erfolgreich, obwohl die Ungarn fast 10% Zinsen bieten mussten. Lenkt fast ein bisschen ab von den Problemen, die sonst in der Eurozone vorherrschen, die ja auch nicht vorbei sind mit dem Jahreswechsel. Reden wir, wir sind beim Thema Devisen auch über den Euro. Welche Entwicklung erwarten Sie hier? Immerhin der Jahresstart war ja nicht so besonders. Heute sehen wir zeitweise den Euro gar Richtung 1,28 gehen. Gut, es kommen wieder die alten Themen vom letzten Jahr auf. Wir haben Beschlüsse gehabt Anfang September auf dem EU-Gipfel, die jetzt umgesetzt werden müssen. Aber wie sich herausstellt, die Verträge sind nicht unterzeichnet. Die Beteiligung der Banken bei der Entschuldung Griechenlands ist noch nicht endgültig geklärt. Und das gibt jetzt wieder Druck auf den Euro, vor allem natürlich in Bezug auf den US-Dollar. Apropos US-Dollar, das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Wir schauen uns ja immer dieses Devisenpaar ganz besonders an. Euro-Dollar jetzt bei 1,28, 1,29. Wir haben jetzt Konjunkturdaten aus Amerika gesehen, die gar nicht so schlecht aussahen. Heißt das, dass wir durchaus in den kommenden Wochen und Monaten dann eher doch eine Dollarstärke sehen könnten? Das große Bild beim Wechselkurs Euro-US-Dollar sieht ja eigentlich vor, dass wir im Laufe des Jahres 2012 durchaus die 1,20 Dollar für den Euro sehen können. Und wenn wir nochmal einen Schritt in die längerfristige Betrachtung gehen, dann ist es für die nächsten 18 Monate durchaus möglich, dass wir in Richtung der Parität uns wiedersehen. Und das ist aber eine Zwischenbewegung. Trotzdem wäre der langfristige Aufwärtstrend des Euros gegenüber den US-Valuta intakt. Und insofern wird das Jahr 2012 von dieser Seite mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Welche anderen spannenden Währungen haben Sie auf dem Schirm? Was ist für Sie ein Investment wert oder zumindest ein Blick wert? Ein Blick lohnt immer, der Schweizer Franken. Da hatten wir ja im letzten Jahr bereits die Höchststände gegenüber dem Euro gesehen, wo wir wirklich vorübergehend an der Parität dran waren, bis dann die Schweizer Nationalbank durch rein verbale Interventionen angekündigt hat, ein Wechselkursniveau von 1,20 unter allen Umständen verteidigen zu wollen. Wir befinden uns heute immer noch über diesen 1,20, im Moment so 1,21,5, 1,22. Und es wird die spannende Frage dieses Jahr, wenn die Märkte diese Marke testen wollen, ob die Schweizer Nationalbank dazu fähig ist, diese Marke zu verteidigen. Und ob sie vielleicht sogar, um die Schweizer Konjunktur einfach nicht ganz in den Abgrund zu schicken, neue Ziele ausgibt, vielleicht im Bereich von 1,30. Schlussfrage. Rohstoffwährungen waren in den vergangenen Jahren stark gefragt. Die Norweger Krone, Kanada-Dollar, Austral-Dollar etc. pp. Auch die sind schon gut gelaufen. Wie bewerten Sie hier die Währungs- und Wechselkursverhältnisse aktuell? Hier haben wir um den Jahreswechsel herum neue Einstiegssignale tatsächlich gesehen, was den Austral-Dollar, was den kanadischen Dollar angeht, gegenüber dem Euro. Etwas hinterher oder etwas im Gleichlauf zum Euro bewegt sich im Moment noch die norwegische Krone. Aber alle Währungen aus diesem Bereich sind nach wie vor einen Blick wert. Und man soll sich nicht täuschen, wenn wir vorübergehend wieder neue Höchststände haben. Es kann noch weiter nach oben für die Währungen bzw. nach unten für den Euro gehen. Der Blick auf die Devisenpaare, auf die wichtigsten und auf Alternativszenarien mit Uwe Proksch. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.